mag keine Demokratie in der Kunst oder in der Musik. Ich habe dann irgendwann meine eigene Band gegründet, schon sehr jung, und habe mir einen eigenen Namen gegeben, ein Pseudonym, Philipp Bohr. Und am Anfang war ich mit Pia zusammen, wir haben elektronische Musik gemacht. Und daraus hat sich dann Philipp Bohr in The Voodoo Club entwickelt. Also mein Job war der, dass ich Melodien finden musste. Oder ich musste das nicht, sondern das hat sich so ergeben, weil ich eben diese klassische Klavierausbildung hatte, habe ich eher den Zugang gehabt zu Melodien, denke ich. Also er hat es nicht gehabt, weil er auch sich keine Gedanken darüber gemacht hat. Pia war für die Band extrem wichtig. Also ganz, ganz viele Fans der Band mochten diesen Kontrast eben, diesen knarzigen, harten Gesang von Philipp und das Elfengleiche, nenne ich es mal, die hohe Stimme der Melodielinie von Pia. Wir waren damals zusammen, Pia und ich, und haben uns halt geliebt und auch immer irgendwie bekämpft. Und das war, glaube ich, eine gute Herkunft für die Musik. Also, dass man die Spannung merkt, dass wir uns immer gestritten haben und dass das in der Musik dokumentiert wird, finde ich. Das, glaube ich, war das Gute gegen das Böse etc., dass man das in der Musik immer gehört hat. Er hatte etwas Schüchternes, wusste andererseits aber genau, wo sein Musikgeschmack lag und was ihm gefiel und was nicht, das wusste er von Anfang an. Schon sehr exzentrisch, auch auf eine Art. Das Schüchterne wurde mit dem Exzentrischen immer in Zusammenhang gebracht und das stieß dann öfter auch mal aufeinander und wirkte dann sehr anstrengend für seine Mitmenschen. Ich habe von Philipp Anrufe bekommen, mitten in der Nacht. Das musste ich erstmal lernen, mit umzugehen, so um 3, 4 Uhr. Und du hörst ein Klicken und fragst, was das ist. Und Philipp sagt, er löscht gerade alle Masterbänder. Also solche Sachen passieren dir. Ich habe bei der ersten Produktion mit Philipp habe ich eine Gürtelrose bekommen, bei der zweiten eine Magenschleimhautentzündung. Ich habe schon mal, ich wohne ja im Ruhrgebiet, ich habe schon mal ein ganzes Mastertape in die Ruhr geworfen. Und nochmal neu angefangen. Wir hatten einen Proberaum in Hagen. Da unser Schlagzeuger, der Rabe, DJ und auch so eine Art Geschäftsführer in dieser Diskothek war, die ist Hype. Und es lief mein alter Mann in der Disco herum und räumte die Gläser ab und trank die immer aus, also die Reste aus. Eine ganz eigenartige Figur, die eigentlich auch in Hagen ganz bekannt war, war Paul. Und Paul war immer bei den Proben auch um uns rum, weil der lebte praktisch mehr oder weniger in der Diskothek und entsorgte den Müll in einem Container auf dem Hof, also ein kleiner Hof mit einer Mauer drumherum, mit einer riesigen Kette dran. Dickes Vorhängeschloss, Riesenkette und niemand durfte an diesen Container ran. Das war wirklich wie sein Heiligtum. Er hatte den Schlüssel zu dem Vorhängeschloss. Er machte damit das Vorhängeschloss auf, nahm es ab, ganz behutsam nahm er die Kette ab, machte den auf, der Müll kam rein, es wurde wieder zugemacht, die Kette wurde wieder vorgehängt, das Vorhängeschloss wieder dran. Dann war Paul zufrieden, dann ging er wieder rein mit seinem Besen. Dann habe ich mich der Figur irgendwie angenähert und habe auch so provoziert im Hof, habe seinen Container, einen riesen Container, den er da hatte, irgendwie anzufassen oder was da reinzulegen. Und dann ist er mit so einem riesen Besen auf mich zugekommen und wollte mich verprügeln. Und dann habe ich halt ein bisschen nachgeforscht, woher dieser Mann kam und es war ein großes Mysterium um Paul herum, einfach, das merkte man. Das spürte man einfach. Und Boa hat einfach irgendwann nachgefragt, hör mal, was ist deine Geschichte? Das ist doch irgendwie,
warum bist du hier, arbeitest du nicht mehr, was ist dir widerfahren, erzähl mal einfach. Dann erzählte er mir, dass in einem guten Augenblick, dass seine Frau irgendwann gestorben ist und dass er seitdem halt einsam ist und dann so ein Parallelleben geführt hat in der Disco und die sauber gemacht hat und so und sich dann meiner Meinung nach in den Container verliebt hat und den Container durfte eigentlich keiner, also weder anschauen noch anfassen und im Sommer hat er da davor oder da drin, ich weiß nicht, geschlafen auf jeden Fall und das fand ich schon eine gute Geschichte. Ich fand das schön, weil es war eigentlich mal eine komplette Geschichte in seinen Texten. Die Texte sind normalerweise Fetzen von irgendwelchen Gedanken immer gewesen und jetzt war es eine komplette Geschichte. Das fand ich ganz schön zu lesen, ganz interessant. Nur eben dieser Begriff Container Love, da hatte ich ein paar Schwierigkeiten mit und dachte, was soll das bedeuten? Also wie kann man den Leuten, die dann ein Lied hören, verständlich machen, dass es sich wirklich um eine Liebe handelte? Und das war es ja auch wirklich, ne? Anscheinend, ja. Also normalerweise schreibe ich den Text, das ist für mich der Song. Und dann arbeiten wir mit dem Rest, wer auch immer da ist, das musikalische Kleid aus. Und ich habe normalerweise schreibe ich hier 4 bis 6 Refrainzeilen hin, aus denen sie dann in ihrem eigenen Stil irgendwas macht. Die Melodie kam mir sofort in den Kopf. Ich dachte, da passt so was Tragendes, so was leicht Beschwingtes auch drüber, über diesen Refrain. Und ich hatte diese Melodie in meinem Kopf und es war noch nicht mal nötig, dass ich die auf Kassettenrekorder aufnehmen musste, was ich sonst immer getan habe, sondern ich hatte die im Kopf, konnte am nächsten Tag ins Studio und die einsingen. Und da wusste ich aber auch im gleichen Augenblick, dass das Ärger geben würde. Denn diese Melodie ist sehr eingängig und sehr leicht. Die hat klassische Reime, was wir ja damals eigentlich auch immer ziemlich schrecklich fanden. Aber ich dachte, so passt die, so, die ist so auf den Punkt, die muss ich jetzt einfach aufnehmen. Ja, und dann war ich zum Glück allein im Studio, das weiß ich noch genau. Und er kam später dazu und bekam einen tierischen Wutanfall. Ich weiß, dass es mir nicht gefallen hat, weil es mir zu poppig war. Ich weiß, dass ich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Und dass andere dann im Studio gesagt haben, nee, lass das mal, das ist gut. Und ich weiß, dass wir uns dann irgendwie, glaube ich, gestritten haben. Und dass es alternative Versionen gab und dann irgendwann hat sich die durchgesetzt, die relativ poppige. Damals war es einfach aus idealistischen Gründen notwendig, dass man sich von allem abwendete, was kommerziell erschien. Die Kommerzialität von Container Love besteht natürlich ganz klar in dem Hook, aber der Hook ist erstmal einer, in dem eine Liebe zu einer Müllbox gesungen wird. Das ist schon mal absurd. Und der befindet sich in einem Bett wo es auch ständig Brüche gibt. Das heißt, das ist eine Single, glaube ich, wie sie perfekte Boa-Single ist. Tim Renner kam dann und meinte, wow, das ist die Single, das ist eine ganz klare Sache. Und Boa meinte, nein, es kommt gar nicht in Frage, wenn die in die Charts geht, das will ich nicht. Und ich will nicht so enden wie alle anderen. Und so war's. Und andererseits war dieses Lied so ein Statement als Single. Das ist eine Single und nichts anderes. Ne? Das war, glaube ich, nur Platz 46 oder Platz irgendwie sowas. Unsere erste Single, die so in Charts war. Und ich hatte direkt Angst, dass das höher steigen würde und ich dann halt so ein One-Hit-Wonder bin und dass dann alles vorbei ist, weil das war dann auch nicht meine Absicht. Und insofern hat sehr viel Druck gemacht, dass wir eben halt die gesamte Vertriebsaktivität auf das Album geben und die Single an einem gewissen Punkt einfach gar nicht mehr verfügbar machen. Das war sehr ungewöhnlich, denn damals und noch heute sind alle Händler scharf darauf und die Vertriebe erst recht, eben halt die Chart-Singles weiter zu pushen. Es war aber sogar kaufmännisch ganz richtig zu sagen, nö, wenn du den Song haben willst, kauf dir das Album. Eigentlich hat mich der Song Container Love immer verfolgt, weil das war eigentlich so ein Synonym für was Negatives. War dieser Refrain, ich weiß doch, dass ich in Malta mal in
Anfang der 90er in weichem Restaurant und wollte da nur was essen. Und irgendwie war da ein deutscher Tourist und machte dann. Und ich bin im Erdboden versunken, weil also ich finde sowas ganz schlimm. Und so war das ganz oft. Es war das eingetreten, was Philipp Bohr später mal beschrieben hat, als wenn du mehr als 10.000 Platten verkaufst, verkaufst du auch an Idioten. Also Philipp hatten wir es geschafft, zu den Idioten auch zu bringen. Ich habe diesen Song irgendwann verflucht, weil es hieß immer Philipp Bohr in der Voodoo Club, Container Love. Und es gab in Wirklichkeit noch 10, 20 andere. Es gab sogar ein, zwei erfolgreichere eigentlich als den. Aber irgendwie identifiziert den jeder mit Philipp Bohr and the Voodoo Club.